Hallo ihr Lieben, ja, es hat gerade bei mir geklingelt, die Glossy Box ist da und ich habe sie ja schon mal hier aufgerissen, reingeschaut, schaut mal, ist das nicht toll? Ne? Midnight Fantasy, The Beauty Tales, steht da drauf. Das sieht ja heute mal richtig schön aus, also dieses Mal. So, ich nehme sie mal raus, dann haben wir hier wieder die Gutscheine drin. Das ist einmal 40 Euro für HelloFresh, deine Kochbox im flexiblen Service. So sieht das aus. Also ein Gutschein. Dann haben wir hier von Remington 15% Rabatt mit dem Code beim Kauf eines Remington Hydralux Pro Haarglätter. Vom 1. bis 31.10. gültig. Okay. Oder so ein Föhn. Gibt es auch 15% drauf. Und was haben wir denn hier? 15% Rabatt in Dola. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ne? Auch gültig vom 1.10. bis 31.10. Da gibt es Produktleistung mit Sinn und Zweck für nachhaltige, pflegende und haltbare Looks. Also Kosmetik. 15% Rabatt. Hier noch von Flaconi 25%. Shoppe die schönsten Beauty-Geschenke für dich und deine Liebsten. 25% Rabatt. Gültig bis 15.01.21. Das ist schön lange gültig. Das ist gut. Dann ist hier noch mal was für die Zähne. Gerade Zähne sind ein Plus. Wir schenken Ihnen 300 Euro Rabatt beim Kauf der Zahnschiene. Wahlweise erhalten Sie außerdem 20% auf den Preis. Und noch mal ein 10 € Gutschein für Mai Müsli. Bio-Lieblingsmüsli, individuell für dich gemixt. Es bleiben keine Wünsche mehr offen. Na, kannst du dir dann Müsli zusammenstellen und den bekommst du dann gratis. Das ist ja toll. Ich glaube, das mache ich mal. Das probiere ich mal aus. Ja, dann ist der Karton leer. Und jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Ne? Das war wirklich schön diesmal. Von innen ist denn das Glossy Box Logo. So sieht das aus. Und meine Schleife ist schon offen. Und dann habe ich hier das Büchlein. Mal schon mal reingucken, was dann da drin sein könnte. Und die Preise stehen immer dabei. Die werde ich euch wieder einblenden. Mal schauen. Na, wir werden kaputt machen. Oh, das ist ja toll. Da ist einmal Aqua Colonia 4711, eine Probe. Saffron und Iris. Entspannend relaxing. Okay. Mal schauen, wie das riecht. Ja, riecht gut. Blumig. Also einmal diese Probe von 4711. Dann ist hier noch eine Probe. Essie Spa, eine intensive Handlotion. Noch eine Handcreme. Und dann sehe ich hier schon was. Luxi. Aha, ein Pinsel. Der ist ja interessant. Der ist oben ganz dünn. Seht ihr das? Ganz fluffig und dünn. Mal schauen, was dazu steht. Finde ihn sehr hübsch, ne? Also, da muss ich hier drin. Da ist er. Luxi Small Doof Hyper Brush.
die Anwendung: flüssige Kosmetikprodukte zunächst auf den Handrücken geben, mit dem Pinsel aufnehmen und in die Haut einarbeiten. Puderprodukte direkt aufnehmen, am Handgelenk abklopfen und danach auf die Haut auftragen. Okay. Da kannst du alles mit auftragen. Foundation, Rouge, Bronzer. Seine sanften synthetischen Borsten sorgen für ein natürliches weiches Finish. Nicht nur das hübsche Design im verträumten Blaugold ist ein echter Hingucker, auch sein ergonomisch schwer geformter Griff liegt perfekt in der Hand und ermöglicht einen makellosen Endlook. So. Das ist ein schöner Pinsel. Über Pinsel freue ich mich ja immer. Das ist toll, dass da diesmal ein Pinsel mit drin ist. Ich glaube, das ist bei mir jetzt das erste Mal, dass ich einen Pinsel in der Glossybox habe. Dann sehe ich hier schon eine Palette von Catrice. Und das sind goldene Töne und braune Töne. Da hat man einen Highlighter und eine Base dabei. Wie das jetzt in diesen kleinen Paletten. Zwei habe ich ja schon, aber diese habe ich noch nicht. Da freue ich mich drüber. Da werde ich bestimmt auch mal einen Look mitschminken. Ja. Eine Catrice Palette. Was steht da? Ja, Anwendung. Die Base auf das bewegliche Lid auftragen und anschließend von hell nach dunkel arbeiten und in der Lidfalte Kontraste setzen, um dem Auge mehr Tiefe und Dimensionalität zu verleihen. Mit Hilfe des Highlighters das Augen-Make-up abrunden. Jo. Oh, was ist das? Fantasy Bloom Blush. Das scheint ein Rouge zu sein, ne? Ein Blush. Mal schauen. Oh ja. So sieht das aus. Das ist von BB. Butanico Beauty. Kenne ich nicht. Also einmal so. Kann man denn genau aufschrauben. Das ist ja hübsch. Dann ist da so eine Rose eingestanzt. Und die Farbe finde ich auch wirklich schön. Kann ja mal so ein bisschen. Oh ja. Wie sieht man das? Und das schimmert auch ein bisschen. Das finde ich ja toll. Mhm. Das ist ein Blush. Genau. Schöne Farbe. Dann können wir ja auch noch mal gucken, was da Besonderes zu steht. Butanic. Beauty Blom Brush. Anwendung: Produkt per Puderpinsel aufnehmen, eventuellen Überschuss am Handgelenk abklopfen. Passend zum märchenhaften dualen Special Design unserer Oktoberbox kommt dieser Blush in einem speziell für Glossybox entwickelten Verpackung daher. Jedoch verzaubert nicht nur das Äußere, auch seine inneren Werte sind top. Samtig und weich legt sich das Puder auf deine Haut und kann dank Rosenextrakt sogar entzündungshemmend wirken. Das ist ja klasse. Obendrein verleiht es das zarte Rosa deinen Wangen einen natürlich strahlenden Look. Sie wird dein Teint im Nu auffrischen. Okay. Das finde ich ja toll mit Rosenextrakt. Klasse. Das ist ein Blush. Dann haben wir hier von Steve Laurent ein Lippenöl, Lip Oil. Mal auf. Ja, das sieht gar nicht aus. Ach, so sieht das denn aus. Und das ist ein Lippenöl. Auch noch mal gucken. Hier steht: Für einen glossigen Lip-Look verwenden, per Applikator auf die Lippen innerhalb der Konturen auftragen und strahlen.
seine zauberhafte Wirkung entfaltet dieses klare Lippenöl, sobald es deine Lippen berührt. Es verleiht deinen Kussmund einen zarten Farbakzent, beugt Sonnenschäden vor, denn unsere sensible Lippenhaut muss zu jeder Jahreszeit vor UV-Strahlen geschützt werden und spendet obendrein wertvolle Feuchtigkeit. Ja, das ist ja toll. Was ist das denn mit? Ja, mit Sonnenschutz. Von Steve Laurent. Ein Lippenöl. Mal schauen. Ach, da ist ja noch was. Hier ist noch ein Nagellack von Essie. Eine schöne Farbe, finde ich. Gefällt mir gut. Und Essie, diese Nagellacke finde ich ja sowieso klasse. Die halten auch echt gut. Und da gab es mehrere verschiedene Farben, die man hätte haben können. Und ich habe diesen. Der ist schön. Aber ich glaube, ich hätte alle Farben schön gefunden. Ja, schaut mal. Die sind wirklich alle schön. Auch das Blau hier ist sehr schön. Das helle Blau. Oder so ein nudiger Ton hier auch schön. So, ein Nagellack. Jetzt schauen wir mal. Ja, dann ist die Box leer. Überhaupt diesmal eine richtig schöne Box, ne? In Blau. Gefällt mir gut. Die Preise werde ich euch unten einblenden. Und ja. Oh, ich zeige euch nochmal alles, was da drin war. Also einmal waren das ja zwei Proben. Ne, das war diese Handlotion. Und Aqua Colonia 4711. So. Genau. Und dann sind das diese fünf Produkte da drin. Ich freue mich auch ganz doll über den Pinsel. Das ist echt ein schöner Pinsel. So. Tolle Produkte diesmal. Ich freue mich riesig darüber. Und werde damit bestimmt auch mal einen Look schminken hier mit der Palette. Das Rouge ist ja auch toll. Ne? Okay, das war die Glossy Box für Oktober. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!